Hallo zusammen, wir schweißen wieder mal Kompressoren. Und zwar ist das der BD220CL. Das wird jetzt zum BD220CL. Das ist der leistungsstärkste Kompressor, den es gibt bzw. gab von Danfoss. Secop hat die Produktion von Twin-Kompressoren komplett eingestellt. Nur für unsere großen Transcooler, Tiefkühler, brauchen wir diese Kompressoren. Also schweißen wir sie selber. Das ist Danfoss, also Secop bekannt. Wir kriegen hier unten Steg rein, hier oben Steg rein. Und auf dieser Seite den Steg rein. Und wenn wir dann hier drüben schauen, gibt es jetzt hier eine Ölausgleichskurve. Das heißt, die kommt bei diesem Kompressor hier unten hin. Wir öffnen also die Kompressoren hier unten und dann gibt es hier einen Ölausgleich. Wenn wir diese Zeichnung hier angucken, sehen wir hier diesen Ölausgleich. Oder hier. Oder dieses Rohr hier. Wir brauchen diesen Ölausgleich, weil die Kompressoren könnten sich sonst unterschiedlich das Öl wegziehen. Doch das ist dieser Ölausgleich da. Ja, wir machen das in Kleinserien, schweißen wir die zusammen. Jetzt wird hier das Loch gebohrt unter Druck, dass ja nichts reinkommt. Dann wird das Rohr hier so direkt eingelötet. Ja, das war's von der Kompressorfertigung. Nein, wir machen keine Kompressoren. Wir setzen die einfach zusammen aus der Notlage her, da Danfoss diese Kompressoren, der Danfoss Secop heute diese Kompressoren nicht mehr fertigt. Als ich bei Danfoss gearbeitet habe, war ich in diesem Werk, im Werk Offenbach bei Frankfurt. Da wurden Twin-Kompressoren en masse gebaut, aber vor allem, ihr kennt die vielleicht aus der gewerblichen Kälte, die SC-Reihe. Die zwei, die kleinen hier, eher weniger, das war dann die TL. Ich wünsche euch einen schönen Tag.